Freunde, willkommen zurück zu Black Mirror. Und ja, letztes Mal haben sich die Ereignisse hier ein bisschen überschlagen. Also, ja, Dr. Herman ist tot unter mysteriösen Umständen. Womit wir vielleicht auch wieder was zu tun haben, weil Samuel davon geträumt ist. Der wurde nämlich enthauptet. Dann Robert ist tot, den hat man im Leuchtturm gefunden und daneben saß James. James hat beteuert, dass er es nicht war und ich glaube ihm das ehrlich gesagt auch. Aber der hat sich in der Zelle erhängt und dass wir damit auch etwas zu tun haben, denke ich mir deswegen, weil James hat an seine Zellentür unseren Namen geschrieben. Abgeschlossen. Okay, ich muss wieder klingeln. Und ja, wir haben jetzt Haare. Müssen die jetzt natürlich vergleichen, wer das war. Hollier ist ja der Überzeugung, es war James. Wer ist da? Samuel Gordon. Bitte lassen Sie mich rein. Augenblick, bitte. Danke. Hier hakt das Spiel jetzt immer ein bisschen. Kann ich mit Ihnen sprechen? Sicher. James. Hören Sie, ich muss etwas wissen. Wo ist James Leiche? Wie bitte? Stellen Sie keine Fragen. Sagen Sie mir einfach, wo sie ist. Also, na gut, wenn Sie es unbedingt wissen müssen. Aber nur, weil Sie es sind. Wir können Dr. Herman nicht erreichen. Ich weiß nicht, was los ist. Deswegen haben wir die Leiche in die alte Kapelle auf dem Friedhof gebracht, bis der Doktor eintrifft. Sehr viel länger lange kann warten. Sie aber nicht dort bleiben. Sie muss in die Leichenhalle. Das war alles. Danke. Er sagt ihr das auch nicht, ne? Na gut, warum auch? Dann rufen sie einen anderen Leichendoktor oder irgendwas und wir müssen ja unbedingt an die Leiche. Oh, jetzt schippt er hier draußen. Hallöchen, Kumpelchen. Hallo. Kümmern Sie sich um Ihre eigenen Angelegenheiten. Ich habe keine Zeit für Sie. Muss ich jetzt wirklich warten, bis der hier fertig ist, damit ich das höre? Zum Friedhof. Kapelle. Die Kapelle ist abgeschlossen. Na, das war ja irgendwie klar. Haben Sie einen Schlüssel? Warum schippt er da jetzt eigentlich? Ich habe keine Zeit. Was wollen Sie? Dass Sie die Kloppolden. Na gut, wenn die Kohle zu nass wird, funktioniert sie, glaube ich, auch nicht mehr, oder? Können Sie mir sagen, warum die Kapelle auf dem Friedhof abgeschlossen ist? Die alte Kapelle. Ich sage Ihnen, warum. Sie ist abgeschlossen, weil da niemand was zu suchen hat. Können Sie sie für mich aufschließen? Nein, kann ich nicht. Da darf niemand rein, habe ich doch gesagt. Aber Sie haben dafür einen Schlüssel, richtig? Richtig. Und so bleibt es auch. Ich muss um jeden Preis in diese Kapelle. Wie komme ich nur an diesen Schlüssel? Eine Bestechung? Wie wär's, wenn Sie mir Ihren Schlüssel ausleihen? Ich bringe ihn bald wieder. In der Zwischenzeit könnten Sie auf meine Brieftasche aufpassen. Tja, ein bisschen Geld zu meinem lausigen Lohn wäre tatsächlich ganz nett. Also, was sagen Sie? Nein, es geht nicht. Ich kann's nicht machen. Die Oberschwester würde mich zu gerne hier rausschmeißen. Ich kann das Risiko nicht eingehen. Darf sie das? Dann behalte ich die Brieftasche für mich. Eigentlich kann das doch nur der Leiter. Ich will sie nicht länger aufhalten. Der Leiter des Instituts, oder?
Also klar, so eine Oberschwester hat immer eine Menge zu sagen, aber ich dachte, irgendwo ist auch mal Schluss. Kann sie vielleicht irgendwas machen? Ich will sie nicht stören. Na gut. Durch das Gitter komme ich auch nicht. Komme ich vielleicht hier? Ah, ich komme hier wieder in James' Zelle. Und damit wären wir drin. Ralph. Ich weiß nicht, worüber wir reden sollten. Na toll. Der merkt doch safe, dass wir hier drin sind. Und dann nervt er wieder rum, der Ralphie. Ich muss ruhig sein, sonst werde ich ertappt. Dieses Mal hätte ich keine Erklärung. Ach, die letzten Male hättest du eine? Okay, keiner da. Glück gehabt. Hier ist niemand. Das muss ich ausnutzen, bevor jemand kommt. Ja, allerdings. Schnell zum Kesselraum, wenn der draußen schippt. Wie komme ich nur an die Schlüssel zu dieser Kapelle? Ich sehe mich hier mal um. Ich muss mir etwas einfallen lassen. Wenn ich drin bin, ist alles in Ordnung mit der Grafik. Nur wenn er draußen ist mit dem Regen, dann stockt's ein bisschen. Ah, jetzt kann ich an den Schrank, der lehnt sich ja nicht mehr dagegen. Schade, keine Schlüssel, bloß ein paar alte Gummistiefel. Persönliche Sachen vom Heizer. Ich lasse alles so, wie es ist. Sicher? Komm, nimm die Gummistiefel mit. Haha, ich wusste es. Sonst hätte er die nicht angesprochen. Ein Lappen. Den nimmt er kommentarlos mit. Kessel. Die Tür vom Kessel ist sehr heiß. Ich würde mich verbrennen. Würdest du das? Ah, da kann ich was reinschmeißen. Die Tür vom Kessel ist sehr heiß. Ich würde mich verbrennen. Kann ich die Gummistiefel da reinschmeißen? Nee, okay. Na gut. Aber ich kann vielleicht wieder zum Springbrunnen? Und da den Lappen nass machen, wie vorher mit dem Taschentuch. Lappen, Springbrunnen. Obwohl der nie angeschaltet ist. So, mit dem Lappen kann er den doch bestimmt anfassen. Ja, ich hab's verstanden. Los, Sammy. Raus hier. Los. So, ein feuchter Lappen und Kessel. Wie macht der Heizer das eigentlich? Hat er Handschuhe? Der wird Handschuhe haben, oder? Die Hitze vom Kessel ist unerträglich. Ja, glaube ich. Jetzt die Gummistiefel da rein. Das wird ein schönes Feuerchen. Das müsste Aufmerksamkeit erregen. Jetzt muss ich mich beeilen. Ja, allerdings weg mit dir. So, raus. Und hier hinter. Vielleicht habe ich es mit den Stiefeln ein bisschen übertrieben. Ach, hoffentlich Quark. Ist nicht zu viel Rauch ins Gebäude gelangt. Das hat ja vorher dich auch nicht... Du hast Leute Elektroschock, das hat dich auch nicht gestört. Und jetzt nimm den scheiß Schlüsselbund. Perfekt. Er hat die Schlüssel im Schloss stecken lassen. Ich leih sie mir aus. Dann leih sie dir mal aus.
Ein bisschen tut er mir schon leid, der arme Kerl, aber er hätte ja auch kooperieren können. So. Und jetzt schnell zur Kapelle. Schlüssel und los. James Leiche. Ich brauche ein paar Haare, die ich mit der Probe vergleichen kann, die Herman in der Hand hielt. Ich brauche etwas, um ein paar Haare abzuschneiden. Ich möchte ihn nicht mit meinen Händen berühren. Warum nicht? Toll, mein Messer kann ich ja nicht mehr benutzen. Mein Messer ist ja kaputt. Ich brauche etwas, um ein paar Haare abzuschneiden. Ich möchte ihn nicht mit meinen Händen berühren. Womit? Oh, Scherben. Na, zerbrochenes bitte. Glas. So. Mit der Scherbe ran an die Leiche. Okay, so hat es funktioniert. Hündchen, wo könnte ich sie näher betrachten? In der Leichenhalle. Ich gehe zurück zur Leichenhalle und benutze Hermans Mikroskop. Solange da jetzt der Collier nicht rumrennt? Nein. Gott sei Dank. Schade, dass ich mir den Kopf nicht noch angucken konnte. Es ist richtig eingestellt. Ich kann es verwenden. Na dann. Und Haare von James. Er war das nicht. Die Proben sind unterschiedlich. Das kann sogar ich erkennen. Es war nicht James, der Herman getötet hat. Na, aber bitte. Wer war es dann? Wer hat sonst schwarze Haare? Du vielleicht? Morris? Morris hat schwarze Haare? Hab ich den so falsch in Erinnerung? Ich dachte, Morris hat graue Haare. Na gut, dann gehen wir zum Schloss. Zum Stau. Keiner da. Morris ist nicht da. Wo könnte er sein? Ein Brief, guck mal da. Ein Brief. Seltsame Dinge passieren hier in letzter Zeit. Alles fing vor ein paar Tagen an, nach der Beerdigung vom alten Mr. Gordon, als sein Erbe Samuel nach der Beerdigung vom alten Mr. Gordon, als sein Erbe Samuel zum Schloss zurückkehrte. Ich habe immer noch keine Ahnung, was hier vor sich geht. Aber bis diese Zeilen gefunden werden, bin ich schon weit weg. Ich habe das Gefühl, dieser Inspektor will mir Henrys Mord anhängen. Also will ich hier nicht rumhängen. Ich haue ab, solange ich noch kann. Behalten Sie ruhig meinen letzten Monatslohn und machen Sie sich nicht die Mühe, nach mir zu suchen. Ich komme nicht wieder. Morris. Morris ist weggelaufen. Ich wusste, dass ihm nicht zu trauen ist. Und wenn er der Mörder ist? Wer wegläuft, macht sich immer verdächtig. Schalter. Ah, Licht. Und die, da ist seine Mütze. Morris' Mütze. Ich habe Haare gefunden. Ich sollte sie mir näher ansehen. Vielleicht passen sie zu denen, die Herman in der Hand hielt.
Ich habe Haare gefunden, vielleicht. Okay. Sie sind leer. Kann ich da wirklich? Ah, doch, jetzt. Haare von... Die Farbe passt genau zu den Haaren, die Herman in seiner Hand hielt, als ich ihn fand. Okay, also wieder zur Leichenhalle. Oder Hermans Haus. Schon komisch, wenn man da auch direkt wohnt. Schön, dass die Tür einfach offen ist. Mikroskop. Nein, auch Morris ist nicht der Mörder, den ich suche. Aber wenn er es nicht ist, wer dann? Keine Ahnung. Was sagt denn Victoria zu der ganzen Sache? Wir müssen ja noch in hier, wir müssen in das Zimmer rein. Abgeschlossen. Verdammt. Na dann erst recht, Victoria. Ist sie endlich mal in ihrem Zimmer? Obwohl war sie ja schon mal. Darf ich dich kurz sprechen, Victoria? Natürlich, Samuel. Was war das Ashbury-Gebäude, bevor es zum Sanatorium wurde? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich habe mich nie für diesen Ort interessiert. Warum fragst du nach so etwas, Samuel? Reine Neugierde. Es ist nicht wichtig. Ich glaube, einmal hat Robert erwähnt, dass es früher ein Krankenhaus für Cholera-Patienten war. Cholera. Dieses Gebäude hat tatsächlich eine furchtbare Vergangenheit. Würdest du mich jetzt bitte entschuldigen, Samuel? Wo hatte ich denn die her? Aber es passt. Roberts Arbeitszimmer. Mir ist, als würde er mich immer noch beobachten. War das nicht der Schlüsselbund, dem ich den Arzt abgeluchst habe? Weil wir haben doch Roberts Leiche noch gar nicht gesehen, oder? Dann gucken wir uns mal um. Wieder so ein Gruselbild. Ein weiterer Schlüssel. Wer ist der Mann auf diesem Bild? Sein Gesicht habe ich noch nie gesehen. Ich muss seinen Platz in der Vergangenheit finden und seinen Schlüssel bekommen. Allerdings. Ach so, was ich noch komisch fand. Samuel ist Williams Erbe? Also ja klar, als Enkel ist man immer auch ein gewisser Erbe, aber er hat doch auch Kinder, die gehen doch vor. Sofa. Ich bin müde, aber ich kann mich jetzt nicht ausruhen. Warum nicht? Kleine Tisch. Ein Anatomiebuch. Anatomie. In einigen Reagenzgläsern sind Lösungen von unterschiedlicher Farbe. Vielleicht hat Robert daran gearbeitet. Das hat die Flüssigkeiten riechen ziemlich übel. Das hat er seinen Patienten gegeben. Ein bestimmt. Medikament. Ich lasse lieber die Finger davon. Kakao? Was ist da drin? Darin war ein kleiner Schlüssel versteckt. In der Kakaodose. Also Robert hat auf mich jetzt nicht wie ein Kakaotrinker. Sie lässt sich nicht gewirkt. Öffnen. Sie lässt sich nicht öffnen. Na gut. Okay, die schon mal auf. Papier. Das sieht aus wie ein Wertpapier. Mach eine mit. Hier ist sonst nichts. Nur Papiere und ein Buch. Ich will die Uhr haben. Passt der auch in die untere Schublade? Tatsache. Sophie, Roberts Frau. Sie hat ihn vor vielen Jahren verlassen. Ja, da brauche ich auch nicht fragen, warum. zurück. Warum hat er hier so einen Scheiß an der Wand hängen? Bücher. Eine Studie des menschlichen Gehirns. Cool. Ich will lesen. Ich will das lesen.
Was ist das? Robert hat dieses Buch aufgeschlagen. Jetzt wird er es nie mehr zu Ende lesen. Oh nein, das ist das Tragischste an seinem Tod, dass er ein Buch nicht zu Ende lesen konnte. Roberts Medizindiplom. Okay, er war wenigstens wirklich Arzt. Uhr. Aua. Genau 12? Funktioniert wahrscheinlich nicht. Doch. Ha! Die, guck mal, die kann ich bewegen. Also müssen wir eine Uhrzeit rausfinden. Medizinische Literatur. Medizinbände. Es hat keinen Sinn, die alle durchzublättern. Die meisten davon sind lateinisch. Haben die hier eigentlich versucht, vergessen Samuels Augen zu zeichnen, weil das sieht hier so leer aus. Das war ein Jahr vor der Gründung des Schlosses. MCXX. Och, Schiete, ich bin mit römischen Zahlen echt schlecht. Das war ein Jahr vor der Gründung des Schlosses. 1120? Bin ich damit richtig? 1120? Lampe. Sie spendet ein seltsames, grünliches Licht. Kann ich da das Papier vorhalten? Guck mal hier. Sechs, drei, null, acht, eins. Das notiere ich mir kurz. 6, 3, 0, 8, 1. Okay. Also die Uhrzeit ist wahrscheinlich das. Das ist das einzige Jahr, das ich anklickern kann. Das muss also was bedeutet. Was bedeuten? Also, das andere macht keinen Sinn. Nee, doch nicht. Ach, 20. Ich war jetzt irgendwie bei 50. Nochmal. Ah, jetzt. Die ist nicht kaputt, die versteckt irgendwas. Ein geheimer Bücherschrank. Robert hatte mehr Geheimnisse, als man vermutet hätte. Na, wieso vermutet? Der schließt sich hier den ganzen Tag ein und erzählt keiner Sau, was er macht. Und dafür ist bestimmt die Zahl. Hä? Ich raff's nicht so ganz. Ach so. Ah, okay. 6, 3, 0. Kann ich auch rückwärts drehen? Nee, kann ich nicht. 8, 1. Das ist die richtige Kombination. Jetzt bin ich gespannt. Tja, Williams Ring! Er ist bestimmt sehr alt. Hä?
Haben Sie nicht irgendwas gesagt, dass das der Ring, dass das Williams Ring irgendwie verschwunden ist? Ich habe keine Ahnung, was drin ist. Das ist irgendeine Chemikalie. Das steht fest. Auf den Etiketten steht ein Datum. Monat für Monat. Nee. Ganz am Anfang hat William einen Brief an Samuel geschrieben und meinte, er packt seinen Ring da mit rein. Und ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, was aus dem geworden ist aus dem Ring. Den hat der Robert? Das Testament? Ich, William Gordon, vermache hiermit mein Hab und Gut an folgende Personen. Meiner lieben Victoria vermache ich mein persönliches Eigentum und den Schmuck und die Wertsachen der Familie, da sie ihr und ihren Erben rechtmäßig zustehen. Meinem Enkelsohn Samuel Gordon übertrage ich hiermit das Schloss Black Mirror mit allen dazugehörigen Ländereien. Warum kriegt Victoria das nicht? Ihm übertrage ich ebenfalls die Verwaltung unseres Familienwohnsitzes. Wahrscheinlich, weil sie keine gebürtige Gordon ist. Kümmern, da ich es nicht länger kann. Meinem geliebten Sohn James übertrage ich das Wohnrecht an seinem Geburtsort, so lange er wünscht, bis zu seinem Lebensende. Damit hoffe ich, es wenigstens teilweise wieder gut zu machen, dass du in völliger Einsamkeit hast leben müssen, mein lieber James. Und zuletzt, nach sorgfältiger Überlegung habe ich beschlossen, meinem erstgeborenen Sohn Robert das Recht auf das Eigentum unserer Familie zu verweigern. Er behält jedoch das Recht auf sein persönliches Eigentum und auf die Gegenstände, die er in unserem Familienwohnsitz genutzt hat. Ich weiß, dass dir die Gründe für meine Entscheidung wohl bekannt sind, Robert. In meinen Augen bist du nicht mehr würdig, den Namen Gordon zu tragen. Autsch! Diese Entscheidungen treffe ich aus freiem Willen und im besten Gewissen. William Gordon. Williams Testament sollte offenbar niemand sehen. Robert, jetzt wird mir klar, dass ich dich überhaupt nicht gekannt habe, du Schwein. Der hat es gefunden oder wahrscheinlich sogar gewusst, weil die Gründe sind ihm bekannt, also hat William wahrscheinlich mit ihm drüber gesprochen. Der hat gewusst, dass er nichts kriegt. Alter! Und warum, dann frage ich mich jetzt, warum vermacht der Samuel Black Mirror, wenn Samuel ja ganz offensichtlich nicht hierher wollte? Und James hätte hier wohnen dürfen, ist jetzt aber auch tot. Oh, das ist traurig. Robert hat das die ganze Zeit gewusst. Ich hab gesagt, es geht ums Erbe. Ich hab es gewusst. Brief. Lieber Samuel, es fällt nicht leicht, die passenden Worte zu finden für diese ersten Zeilen, die du hoffentlich... liest. Außerdem war es nicht leicht, einen Aufenthaltsort zu ermitteln. Ich hoffe, dass mein Brief deine Hände so bald wie möglich erreichen wird. Denn viel Zeit bleibt nicht mehr übrig. Seit deinem Weggang habe ich meine ganze Kraft dazu aufgewendet, in endlosen Stunden der schlaflosen Nächte nach der Wahrheit über unsere Familie zu suchen. Ich spüre, dass ich nun kurz davor stehe, sie in allen Einzelheiten zu erfahren. Und ich mache mir Sorgen, dass ich vielleicht nicht die Kraft haben werde, alleine damit fertig zu werden. Daher wende ich mich an dich, Samuel, denn ich weiß, dass du meiner Bitte nachkommen wirst. In diesem Umschlag findest du den Ring unseres uralten Erbes. Es ist sehr wichtig, dass du ihn immer bei dir trägst. Pass sehr gut darauf auf. Ich werde dir nach deinem Eintreffen alles Weitere erklären. Kehre bitte zu unserem Schloss zurück und hilf mir. Ich weiß, dass meine Zeit knapp wird. Ich spüre es. Ich habe Angst. William wusste etwas. Aber jetzt werde ich nie mehr erfahren, was es war. Vielleicht hätte ich ihm helfen können, wenn ich den Brief rechtzeitig erhalten hätte. Ich hoffe, du schmorst in der Hölle. Kannst du mich hören, Robert?
Ja, hoffe ich auch. Der muss sich irgendwie Zugang zum Arbeitszimmer verschafft haben, bevor alles eingemauert wurde. Und dann hat er sich einfach alles genommen. Samuel sollte ja das Schloss kriegen und er dachte wahrscheinlich, wenn er den Brief nicht kriegt, kommt er auch nicht wieder. Noch mehr Reagenzgläser mit dieser üblen Lösung. Ich wette, das hat er seinem Patienten gegeben. Jetzt habe ich richtig Angst. Tagebuch. Roberts Tagebuch. Jetzt geht's los. 2. Mai. Morgen werde ich Dr. Herman in der Leichenhalle besuchen. Wenn er das verstanden hat, was ich ihm in meinen Briefen geschrieben habe, dürfte es nicht sehr schwer sein, ihn zu überzeugen. Ich glaube, er ist der Richtige. 3. Mai. Der Besuch bei Herman hat meine Erwartungen erfüllt. Unser geheimes Abkommen wird weitere Fortschritte bei meiner Forschung erheblich erleichtern. Wie erwartet, war es nicht sehr schwer, ihn zur Mitarbeit zu überreden. Herman versteht, dass im Namen der Wissenschaft und der innovativen Forschung manchmal Opfer gebracht werden müssen. Er hat sich bereit erklärt, sich schon morgen um die erste Lieferung zu kümmern, was perfekt in meine Pläne passt. Wenn er nicht wäre, wüsste ich nicht, wie ich diese verdammten Leichen weiterhin loswerden würde. Ein paar Leichen spurlos verschwinden zu lassen, dürfte für einen Pathologen wie ihn kein Problem sein. Jetzt kann ich endlich mit der Testreihe fortfahren. 8. Mai. Die bisherigen Tests haben nichts gebracht und mehrere Monate Arbeit haben sich als völlig umsonst herausgestellt. Wo um Himmels Willen habe ich einen Fehler gemacht? Wo? Überall. Ich habe alle Bestandteile 1000-mal durchberechnet und habe einfach keinen Schimmer, was daran falsch sein könnte. Langsam zermürbt es mich. Es dauert viel zu lange. Und mit jedem neuen Tag habe ich mehr Angst, dass die Sache auffliegen könnte. Es war ein Riesenglück, dass ich im richtigen Moment Herman zur Kooperation überreden konnte. Entweder ich muss die Zusammensetzung der Substanz verbessern oder die Dosis erhöhen. Sonst komme ich nicht weiter. Ja, das ist es. Die Zusammensetzung ist richtig. Ich muss nur die Dosis erhöhen. Ja, ich hätte schon früher damit anfangen sollen. Morgen werde ich die Konzentration um 100% erhöhen. 9. Mai. Ich habe die höhere Konzentration 2 Probanden verabreicht. Jetzt muss ich mehrere Tage warten, bevor ich präzise Messungen vornehmen kann. Wenigstens kann ich mich jetzt von den ganzen Berechnungen und Tests ausruhen. 12. Mai. Ich habe gedacht, dass ich in den nächsten Tagen keine Notizen machen müsste. Aber heute habe ich mit James gesprochen. Er hat sich anders als sonst benommen und von Sachen gesprochen, die nie ans Tageslicht kommen dürfen. Er weiß zu viel über meine Forschungsmethoden und könnte mich entlarven. Und noch schlimmer. Man würde ihm glauben. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Eingeschlossen in seiner Zelle versucht er, mich in die Ecke zu drängen. So eine Ironie. Nie zuvor habe ich Gewaltanwendung in Betracht gezogen. Aber er gefährdet meine Anstrengungen und alles, was ich bisher erreicht habe. 13. Mai. Die Situation ist offenbar schlimmer, als ich dachte. Die Oberschwester hat mit James gesprochen und nun schlug sie selbst vor, dass wir ihn vorläufig entlassen sollen. Es war nicht leicht, sie davon zu überzeugen, dass James wegen seines Leidens dort bleiben muss, wo er ist. Ich habe keine Ahnung, was er ihr erzählt hat, damit sie ihm glaubt. Aber ich befürchte, dass er ihr das nächste Mal alles sagen könnte. Das darf nicht geschehen. Er ist nicht der Idiot, für den ich ihn gehalten habe. Ich muss ihn irgendwie loswerden. 15. Mai. Alles, was ich früher einmal fest in der Hand hatte, droht jetzt wie ein Kartenhaus in sich zusammenzufallen. Erhöhte Dosen haben keine Wirkung. Ich habe alle Messungen 2-mal überprüft. Ich weiß nicht weiter. Die ganze Sache mit James droht aufzufliegen. Er darf niemals nach Black Mirror zurückkehren. Ich werde das tun, was getan werden muss. Es gibt nur noch eine Möglichkeit, nur eine Lösung. Ich werde die Berechnungen über den Haufen werfen und die Konzentration des Wirkstoffes um weitere 100% erhöhen. Ich weiß, in wessen Venen ich diesmal das Serum injizieren werde. Arschloch. Herman hat also die ganze Zeit Roberts Experimente verschleiert. Die Leichen der Patienten endeten in seiner Leichenhalle und niemand erfuhr von ihrem Schicksal. Wussten die Ärzte das, dass die Patienten gestorben sind? Weil dann frage ich mich erst recht, sind die nicht misstrauisch geworden? Was hat er hier erforscht? Also irgendwas mit dem Gehirn, ja, aber guck mal hier, die Zellen zerfallen ja. Ja, also wir haben ja schon rausgefunden, an seinen Experimenten sind Patienten gestorben.
Jetzt wissen wir auch, wo die Leichen hin sind. Und es ist, wie ich vermutet hatte, die Leichen, die Herman da einfach in seinen Müllcontainer schmeißt und einschließt, die sind von Robert gekommen. Oh, das war's. Alter. Weißt du was, Robert? Ich spucke auf dein Grab. Ich spucke drauf und mache einen Tanz drauf. Alter Schwede. Du bist eine Beleidigung für jeden Arzt. Weil auch für die Forschung darf man nicht einfach seine Patienten umbringen.